Damit willkommen auf Dirigaul und ich habe das schon lange nicht mehr gesagt, gefühlt schon seit 2 Monaten. Und es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist wirklich 2 Monate her, seitdem ich ein Video auf Dirigaul aufgenommen habe. Auf meinem Technikkanal Dirimania habe ich ja schon angekündigt, wieso, weshalb, warum ich keine Videos machen konnte. Das lag nicht daran, dass ich keine Lust hatte. Ich war halt einfach aktuell nicht in Deutschland. Ich war oder habe mich im Urlaub befunden und habe auch keine Videos zu EM gemacht, weil ich der Meinung bin, ich habe die natürlich geschaut, fand sie auch sehr interessant, aber hauptsächlich befasse ich mich natürlich über den Vereinsfußball und komme natürlich auch über den Vereinsfußball. Da habe ich halt auch einfach mehr dieses Know-how. Und ich habe es tatsächlich verpennt, mal eine Ankündigung zu machen, aber ich war wirklich so viel unter dem Reisestress und wollte jetzt eben auch die Zeit nehmen, dass ich dann eben diese Zeit dann eben nutze, um wieder Kraft zu tanken. Deswegen gab es dann auch eben nicht die Analyse im DFB-Pokal. Es gab jetzt keine Transfermeldungen etc. Ob ich da jetzt irgendwie irgendwann ein Update-Video nachschiebe, wahrscheinlich eher nicht. Aber heute soll es einfach um das Spiel gegen Heidenheim gehen. Und ich habe auch die ersten beiden Spiele natürlich so ein bisschen mitverfolgen können. Ich habe da, wo ich war, halt aktuell nicht oft eben oder habe da ein paar Probleme mit dem Internet gehabt. Deswegen habe ich die Spiele eben nicht schauen können. Und ich war natürlich so ein bisschen enttäuscht nach dem Bremen-Spiel. Aber gerade weil ich jetzt eben voller Elan in diese Woche reingestartet bin. Ich bin seit knapp einer Woche wieder zurück und ich freue mich wirklich wieder hier zu sein, um diesen Kanal wieder weiter zu betreiben. Und es wird auf jeden Fall wieder spannend, natürlich dann eben auch die Spiele zu beobachten. Und ja, ich möchte auch gar nicht zu sehr in diese Thematik reingehen, aber die Vorfreude auf das Spiel heute war wirklich grenzenlos bei mir. Ich habe auch lange überlegt, ob ich ins Stadion fahre oder nicht. Und habe mich dann eben dagegen entschieden, aber jetzt geht es eben auch rein. Ich fand die Startaufstellung schon mal so sehr gut. Ich freue mich auf eine Matcher und ich bin nach wie vor der Meinung, es ist gefühlt schon ein Neuzugang. Ich habe mich auch sehr überrascht oder ich war sehr überrascht, dass Guirassy von Anfang an gespielt hat. Aber man hat auch direkt gesehen, dass er eben sehr wichtige Elemente hat, dass er eben auch technisch sauberer ist und es war einfach wirklich fällig, so oft wie er die Bälle festgemacht hat, vor allem im ersten Durchgang. Man ist wirklich sehr stark reingestartet und ich finde immer Freitagabendspiele, vor allem wenn man dann eben auch schon in der ersten Halbzeit auf die Südtribüne spielt, die sind immer so ein bisschen zäh, deswegen ist man sehr gut gestartet. Daniel Mahl macht den Ball natürlich auch rein. Es war jetzt kein gut überlegter Abschluss, es ist aber ein typischer Donny-Abschluss und etwas Glück geht da rein und man hat diese Vorfreude dann oder diese Euphorie dann direkt mitgenommen, ist direkt auf das 2-0 gegangen und dann gab es diese Phase, wo man versucht hat, so ein bisschen Druck aufzubauen, aber gleichzeitig hat man auch gesehen, dass die Heidenheimer auch nicht mehr dieses Gefühl hatten, okay, wir liegen 2-0 zurück, in der vergangenen Saison haben wir es aufgeholt und sie wurden ein bisschen frecher in meinen Augen. Sie haben mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Standardsituationen und beim 2-1 sieht natürlich Reyerson und eben Anton nicht wirklich gut aus. Und natürlich auch technisch sehr stark, setzt sich schnell stark ab, weiß genau in dem Moment, wo er dann eben in die Luft steigen muss und setzt den Ball natürlich dann eben auf den Boden auf. Also sehr stark gemacht, das muss man natürlich dann eben auch loben. Und zum Glück ist man in der vergangenen Saison ist man in dieser Phase meistens zusammengebrochen. Zum Glück hat man das 3:1 erzielt durch Karim Adeyemi. Überragendes Spiel natürlich eben auch von ihm. Wirklich ein sehr starkes Spiel, war an allen drei Toren direkt eben auch beteiligt. Und die zweite Halbzeit, ich würde nicht sagen, sie hat so ein bisschen Larifari angefangen, aber es hat mich schon so ein bisschen stark auch an das Hinspiel in der vergangenen Saison gegen Heidenheim erinnert zu Hause und die Heidenheimer waren so ein bisschen frecher. Sie haben natürlich dann eben wieder gesehen, das ist wieder eine 2-Tore-Vorsprungsführung, aber ich habe da schon starke Momente gehabt, gerade so ab der 60. Minute gab es da wirklich starke Momente. Ich habe mich natürlich auf Couto gefreut. Guirassy hat dann natürlich dann eben auch einige Torchancen gehabt, aber man hat eben gesehen, was er dem BVB geben kann, welche spielerischen Elemente. Das ist das, was mir so ein bisschen gefallen hat. Was mir nicht so gefallen hat, ist zum Beispiel das Spiel gegen den Ball. Da gab es sehr viele Lücken und vor allem auch beim Spielaufbau. Das hat mich so ein bisschen gestört, dass die Außenverteidiger sehr, sehr stark offensiv weiter vorne agiert haben und man hatte das Gefühl, gefühlt nicht mal ein richtiges Mittelfeld, weil kaum Spielstationen gab, wo man halt eben den Ball eben führen konnte, wo man eben das Spiel aufbauen konnte. Das hat mir nicht so stark gefallen oder nicht so gut gefallen, eher gesagt. Und natürlich musste es so kommen, dass es natürlich wieder spannend wurde. Davor wurde das 4:1 eben abgepfiffen. Ob das jetzt wirklich Hand war, ich glaube, Pascal Groß hat das in diesem Moment natürlich dann eben auch gesehen, dass er hat das sehr clever gemacht. Der ein oder andere Schiedsrichter lässt es natürlich so ein bisschen durchgehen und im Gegenzug, Couto kommt rein, Guirassy geht runter, kriegt man einen Elfmeter gegen sich und ich verstehe bis jetzt, ich habe die Szene 2, 3 Mal gesehen, aber
Ich sehe immer noch nicht den Kontakt von Süle. Das macht natürlich der Heidenheim-Spieler sehr stark, dass er sich da eben oder weiß, okay, ja, wenn ich mich jetzt falle mit meinem Bein, dass der Schiri vielleicht auf den Punkt entscheidet. Ja, und dann passiert das. Und es war wirklich dann am Ende ein spannendes Spiel. Auch die Heidenheimer waren drauf und dran, eben den Ausgleich zu erzielen. Und dann gab es eben die Ecke. Der Mitchell hat mir wirklich sehr stark gefallen. Und, oder besser gesagt, sehr gut. Aber mein Vokabular wird auf jeden Fall nochmal wieder besser. Aber das ist eine Sache, wo man eben auch direkt gesehen hat. Es hat mir gefallen, dass man halt nicht nur mit dem ersten Treffer zufrieden war, sondern eben draufgelegt hat, dass man immer versucht hat, eben weiter und weiter zu gehen. Das ist eine Sache, die mir in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat bei Borussia Dortmund. Aber nichtsdestotrotz müssen wir oder sollten wir einfach das Positive jetzt herausnehmen. Man ist Tabellenführer für den Moment, es ist ein Augenblick, das ist der dritte Spieltag, da braucht man jetzt eben nicht alles für voll nehmen. Es ist aber auch ein gutes Zeichen, dass man jetzt eben, sage ich mal, defensiv schon nicht schlecht steht. Und was mir so ein bisschen auch gefällt, sind diese taktischen Ausrichtungen, zum Beispiel bei Standardsituationen oder auch generell. Es gibt Spielzüge, die einstudiert sind. Das ist ja eine Sache, das hätte man vor 2 Jahren nicht mit dem BVB in Verbindung bringen können. Einstudierte Laufwege, einstudierte Spielweisen. Also das ist schon Beispiel etwas Positives. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch das Spiel oder dass ihr diesen Abend genießen konntet. Es ist ein Schritt nach vorne. Es geht natürlich dann am Mittwoch weiter. Ich bin auch gespannt, wie das jetzt mit der neuen Champions League dann eben auch abläuft. Ich freue mich irgendwie auf diesen Wettbewerb. Aber da gibt es natürlich dann eben auch ein paar schlechte Erinnerungen. Wobei ich nach wie vor die Zeit in der Rückrunde, gerade in der Champions League, sehr, sehr stark geliebt habe und das waren sehr schöne Momente. Ansonsten war es das eigentlich auch mit dem Video. Wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren wichtigen Videos mehr verpassen wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video bis zu diesem Zeitpunkt zu schauen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Theriakos.